Ja, Tag, hier ist Musikmachen.de, ich bin der Ralf und heute habe ich eine Taylor-Gitarre hier, 324E. Und was natürlich sofort auffällt, ist hier diese Mahagoni-Decke. Dunkles Holz, klingt natürlich auch alles ein bisschen anders. Ich erzähl mal, was sonst noch so am Start ist. Das ist hier ein Body und die Zargen, die sind aus Sapele. Dann ist der Hals aus Mahagoni. Die Decke, wie gesagt, alles massiv. Dann gibt es hier aus Ebenholz hier die Bridge. Und hier oben der auf dem Headstock, das ist noch Palisander obendrauf. Und das alles ist wunderbar verarbeitet, alles mit wenig Schnickschnack, ganz schlicht gehalten und sieht mal direkt irgendwie gut aus. Und wenn man das dann anspielt, die ersten Akkorde kommen, dann ist das so, wie man sich das von der Taylor-Gitarre eigentlich vorstellt, alles gleich ganz schön rund und ausgewogen. Mahagoni klingt jetzt nicht so, ich sag mal, also es ist so, hier sind schon Höhen am Start. Das Ganze ist ein bisschen abgehangener, würde ich sagen. Und nicht ganz so bissig wie jetzt zum Beispiel bei einer Fichtendecke.